Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Und wir haben uns gestern die Temperaturen mal ein bisschen näher angeguckt. Die Monatsmitteltemperaturen des Jahres 2022. Heute ist der Niederschlag dran. Bezugszeitraum wieder 1991 bis 2020. 30 Jahre gemittelt ergibt dann den Normalwert. Und hier sehen Sie die Abweichung beim Niederschlag. Sehr nass war beispielsweise hier der Februar mit 157%, gefolgt vom September mit 155% des normalen Regens. Aber Sie sehen vor allem hier in den Sommermonaten war es extrem trocken. Auch der März brachte Rekordtrockenheit und auch hier im Herbst kam bisher nicht mehr viel dran in Sachen Niederschlag. Deswegen ist das Defizit immer noch groß. Sie sehen, nur 3 Monate waren insgesamt zu nass. Und jetzt schauen wir in die Zukunft mit Hilfe unserer Isobarenkarte. Und da wird vor allem jetzt im Dezember noch ein bisschen nass hinterherkommen. Denn hier steht das nächste Tief bereit mit Tiefausläufern, mit Regen, mit Wind und mit vor allem milder Luft. Und jetzt schauen wir auf den Niederschlagswolken-Vorschaufilm und sehen, dass dann diese Regenwolken uns treffen, aber wir sehen auch etwas Gutes. Direkt zur Neujahrsnacht wird der Hauptregen eher über Norddeutschland liegen. Im Süden bleibt es deutlich freundlicher. Wir schauen in die heutige Nacht. Da ist so, dass im Norden noch Schauer durchziehen, zum Teil mit Blitz und Donner, vor allem über Schleswig-Holstein. Weiter südlich bleibt es komplett trocken. Auch die Schauer lassen im Verlauf der Nacht nach. Aber im Süden regnet es doch noch längere Zeit, zum Teil richtig kräftig. Der Regen zieht nur langsam ab und die Temperaturen liegen morgen früh meist zwischen 7 und örtlich 2 Grad am Alpenrand noch ein wenig kühler. Morgen Vormittag wird es aber relativ schön. Im Süden gibt es ein paar Nebelfelder, vor allem im Osten zum Teil richtig sonnig. In der Mitte ein paar dichtere Wolken, erstmal ohne Regen. Zum Nachmittag kommt aber von Westen her der Tiefausläufer mit Regen, mit Wind. Bis zum Abend wird der Regen ungefähr Hamburg, München erreicht haben. Weiter östlich bleibt es trocken. Vorsicht, schwere Sturmböen zum Teil im höheren Bergland und an der Nordseeküste. Ansonsten Temperaturen über der Ostsee 7 Grad, auch im Vogtland Richtung Westen eher 14. Der Wind weht aus südlichen Richtungen und wird von Westen her auffrischen. Und der Trend für die nächsten Tage, das Jahr wird extrem warm zu Ende gehen mit bis zu 20, 21 Grad im Süden. Der meiste Regen wird dann in Richtung Norden am Neujahrstag stattfinden.